So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading-TV und Analyse-Service von JFD Brokers. Zunächst immer mal einmal in der Woche lese ich auch hier halb vor. Die ganzen Videos stellen keine Anlageberatung und Anlageempfehlung dar. Und jeder ist für sein Handeln selbstverantwortlich, ob Gewinne oder Verluste entstehen. Hängt von jedem also selber ab. So, kommen wir heute an diesem, etwas verrückten, teilweise doch vorhersehbaren Tag. Aber leider ist der DAX hat nicht die kleine Übertreibungsphase hingelegt, an die ich gehofft habe. Und an diesen unteren Bereich hier hingelaufen, an die 9.550, 560. Da lag ein Limit. Nach den kleineren Verlusttrades der letzten Woche wollte ich jetzt hier einen optimalen Einstieg finden. Der optimale Einstieg war zwar nicht ganz der optimale bei 9.650, was ich schon seit einigen Tagen immer propagiert habe, dass hier der DAX hinlaufen wird und dass hier eine Reversal-Kerze vonnöten ist, dass es hier ein deutliches Reversal geben kann. Und siehe da, im Prinzip ist der halt hingelaufen, exakt an diese Trendlinie hin und ist eben dann dort bullisch abgeprallt. Schlusskurs war dann an der 9.800er Marke. Ja, umso ärgerlicher ist halt, dass ich hier per Stream den Einstieg halt so verpasst habe. Ich hoffe, dass einige Trader, Zuhörer hier den Einstieg gefunden haben direkt. Weil wenn, dann war es halt wirklich komplett antizyklisch und da eben die letzten paar Trades in die Hosen gingen, die antizyklischen, wollte ich hier nicht nochmal ins fallende Messer greifen. Im Video. So. Das war jetzt hier auch schon der Tageschart, hier im 1-Stunden-Chart. Nachbörslich stehen wir halt über der 9.900er Marke aktuell, der US-Markt läuft noch. Und hier sind dann eben Widerstände bei 9.060 etwa oder an dem, hier an dem Gap, 60, 70, dann zu erwarten. Im Nasdaq Bereich gab es hier eben zwei Wochen Widerstände. Der erste ist ja gestern unterboten worden und an den zweiten lief er genau hin. Da aber die eben, ich habe jetzt zu sehr auf die US-Aktien eben auch geschaut, also die Einzelwerte, und da war eben gestern eine Amazon und eine Google, hatte deutlich noch Platz nach unten, also nicht nur die, was eben jetzt passiert sind, die 50 Punkte, sondern eben die 100 Punkte. Aber hier ist es eben auch nicht dann ganz an das gewünschte Level rangelaufen. Vom Hoch gibt er aktuell 30 Punkte wieder ab, der Nasdaq. Aber hier wären auch schöne Trades drin gewesen. Ich bin ja dann umgeswitcht, eben weil die US-Börse so aussah, dass es eben demnächst eine Erholung vonstatten ging. Hier habe ich dann eben eine GoPro empfohlen, der Öffnungskurs, vorbörsliche Kurs lag eben noch bei 12. Im Text hieß dann eindeutig, der erste Kurs, der Öffnungskurs, der unter 12 Dollar stattfindet, wird genommen. Kam dann um 11,50 Euro wurde die Eröffnung getätigt und aktuell steht man jetzt hier 1 Dollar pro Aktie im Plus. Der Stopp wurde schon auf Einstand nachgezogen. Hier dürfte es morgen höchstwahrscheinlich zu Anschlusskäufen kommen und dann eben das Kursziel von 14 Dollar abarbeiten. Aber auch hier, ich werde höchstwahrscheinlich einfach den Stopp auf Einstand lassen und schauen, was mit dem Wert passiert. Also könnte auch eine Verdopplung passieren, also auch bis zu 20 Dollar wieder ansteigen. Auch wenn die Quartalszahlen schlecht und kein Wachstum mehr propagiert wird, aber bringen neue Geräte raus und extrem viel Cash, Netto-Cash halten die. Und natürlich ein Übernahmeobjekt.
zu Daimler und zu BMW. Daimler ist hier minimal unter die Schlusskursbasis gefallen, aber der Wert wurde schon frühzeitig mit Gewinn hier verkauft. Und ja, sieht man auch wieder, dass hier der Wochenwiderstand Halt gefunden hat und ja, nur temporär aus dem Trendkanal ausgebrochen ist. Bei der BMW-Aktie hielt der Stopp exakt auf Schlusskursbasis, aber da wurde ja auch schon vorher verkauft, beziehungsweise auch für die Leute, die die Videos verfolgt haben, mindestens Stopp auf Einstand nachgezogen. Und Einstand war hier etwa bei 84,20. Sorry. Der andere Einstieg und eben noch die Walt Disney-Aktie läuft noch. Und der Einstieg bei Facebook war zwar nicht ganz optimal, weil eben dann der Verkauf noch kam. Da war eben Öffnungskurs, aber die Analyse habe ich so rausgehauen, dass es minimal nach der Eröffnung die Analyse veröffentlicht worden ist und da stand der Kurs auch leicht unter 96, aber egal, 96 ist der Aufnahmekurs und ja, wer die Analyse eine Viertelstunde später gekriegt hat, konnte auch schon bei 93, 94 noch einsteigen und dann kam das Reversal. Der Wert lief sogar, ja, da war ich jetzt gerade nicht am Rechner über die 100-Dollar-Marke. Also hier wäre das Risiko schon verdient gewesen. 96 Einstieg, 92 Stopp, lief 4 Dollar in Gewinn. Wer noch tief eingestiegen ist, konnte dann bis zu 6 Dollar. Also hier hat es dann eben super gepasst. Zu Royal Dutch noch, der Wert läuft auch noch. Konnte eben mit Exxon und Chevron auch einen Reversal an den Tag legen. Die Ölpreise sind nicht so extrem gestiegen bislang. Also hier passt auch das Level. Und die längerfristige Aktie, die Walt Disney, wo das Setup wunderschön aussah, hat sich wieder zurückgekämpft. Wie gesagt, das E-Wochen-Setup. Das war's. Danke fürs Zuhören. Ich melde mich dann morgen wieder.